Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 von Shadowlord. Im letzten Part haben wir uns weiter durchgekämpft und ja, nun geht's gegen die einzelnen Aspekte der Übel. Aber vorher denken sich noch ein paar Gegner. Ich komm mal vorbei, hallo! Hallöchen, Solton Kull. Na, wie geht's dir, alte Kulle? Ihr habt mich ohne nachzudenken getötet, sobald ich euch nicht mehr von Nutzen war. Wie könnt ihr die verdammen, die euch geholfen haben? Lügen. Wollte gerade sagen. Der Aspekt des Schmerzes, Guriel. Das ist ein Aspekt, einer der Schrecken, die man ja in Teil 2 bekämpft hat. Genau genommen der zweite Boss. Nee, der erste richtige Boss. Duriel war die Herrin des Schreckens. Oder Duriel? Ich bin gerade selber nicht sicher, ob es die erste oder der zweite war. Nee, Duriel war der zweite. So, hier haben wir noch ein paar. So, Autsch. Auch voll rein. So, jetzt haben wir hier aber verderbte Engel. Irgendwie kriege ich keine Darmfang-Anzeige gerade. Komisch! Und da haben wir Morlu-Zauberer. Die können ganz schön wehtun. Höllen. Genau genommen, dieser Eisen. Gut, da bin ich nicht. Morlu-Zauberer. Okay, auch schön. Okay, warte. Also. Ah ja, hier. Verderbnis-Rasierer. Sehen die wie die Schleimspucker? Noch kennt. Der Einäscher der Mauli gesagt. Wir gehen jetzt mal bitte. Nein, immer noch das Söderort. Komisch. Oder hab ich denn schon? Ich bin mir da gerade selber nicht mehr ganz sicher. Dafür brauche ich Weichen passieren, ja, ist gut. Na gut, leider Gottes habe ich nicht so viele. Vielleicht sollten wir da ab und zu mal den Golem ein, die Golem-Fähigkeit einsetzen, damit ich ein paar mehr Leichen habe. Das ist genau deswegen dafür. Oha. Sorry, Jungs. Aber gut, die sind wieder gerettet. Ah, wieder ein Archiv. Sehr schön. Oh, nur mal eine Unterstützung. Wird doch ein. Wow. Ich hoffe, wir müssen das Schütze sind paar von den Gegner alle tot. Wow, typisch. Ah gut, da haben wir jetzt die leider ein paar verpasst, einfach weil es nicht mehr angeboten wurde. Weil jetzt sind wir schon bei der Geschichte von der Schacht und Sanctuarius. Das heißt also, von den beiden vom letzten Erzengel Tyrael fehlt halt leider noch. Und von, nee, von Tyrael von Maltae fehlen halt noch, aber sorry. Ich kannte Inarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weilte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden, um Frieden zu erreichen. Die Dämonin Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. An sich eine super Sache, finde ich. Ich meine, ohne Witz, ist eigentlich eine gute Sache, dass man versucht, vielleicht den Konflikt anders beizulegen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das wirklich ein ewiger Konflikt war. Da heißt nicht nur so. Der ging wirklich ewig und arschlang. Von daher finde ich an sich eigentlich eine vernünftige Ansehensweise. Dummerweise wissen wir aber auch, Dämonen sind schwierige Vertrauenspartner. Ich will nicht behaupten, dass alle Dämonen böse sind. Und was das wahrscheinlich. Ich gehe mal. Na, normaler Hammerfürst. Ich gehe mal stark davon aus, dass viele. Es wie sicher auch Dämonen unter denen gab, das Scenarios und das verbündete Platz der Engel. Wo auch wirklich einige dabei waren, die wirklich halt Frieden wollten. Allerdings kann man nicht abschreiben, dass da mit Sicherheit auch ein paar dabei waren, die es einfach nur ausgenutzt haben. Nachdem er Anhänger um sich geschart hatte, nahm Inarius den heiligen Weltenstein an sich und benutzte ihn, um eine Welt zu erschaffen und zu verbergen, die er Sanctuario nannte. Dämonen und
und Engel flüchteten sich dorthin, und einige von ihnen, darunter Inarius und Lilith, verliebten sich ineinander. Kinder entsprangen vieler dieser Verbindungen. Diese wurden die Nephalem genannt. Ich finde es auch schön, dass man wirklich so ein bisschen die Hintergründe hier gesagt bekommt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Teil 2 war. Zu meiner Schande muss ich es auch zugestehen. Ich habe den zweiten Teil nie durchgespielt. Ich habe sehr oft gespielt, aber nie komplett durch. Erfüllt. Und jetzt seht sie euch noch an. Keine Ahnung, was das gerade wollte. Die schmolzen altramhaften Sphären. Verruchte Verführer. Ja, die machen jetzt. Ey, Freundchen, Fräulein. So nicht! Ja, die machen Leben, die kommt sogar noch mal. Das finde ich einfach so faul. Ups. Ist ja keine gute Idee, in eine Explosion reinzurennen. Kann man sich vielleicht denken, es kommt nicht so cool. So, merken kleine Gegner ruhig. Es sind nicht so große Gegner ruhig mit richtigen Attacken. Wer ist denn? Das ist ja das Gegner zählen. Das heißt, wenn ähnlich wie die Tretminen im dritten Akt. Wo ich so. Dritter Akt. Oh mein Gott, damit kann man hier gerade in Vietnam Flashbacks aufbeschwören. So, sehr schön. Leichen hast du hier mehr als genug. Auch wenn es so teilweise potenzielle Leichen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin gemein. So, ich glaube, da unten könnte vielleicht sogar noch ein Archiv sein. Darum schaue ich erstmal da unten nach. Weil die Geschichte von Sanctuary will ich schon gerne mitbekommen. Weil, gut, bei den Angiris-Rat-Mitgliedern wäre es halt dazu gekommen wegen ja, und dann haben wir noch Malta-Ehe, dann haben wir noch Tyra-Ehe. Wow. Was die machen, habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Und wurde auch schon hier gesagt. Gut, okay. Tyra-Ehe haben wir selber schon kennengelernt als Erzengel der Gerechtigkeit und Malta-Ehe ist der Erzengel des Wissens. So, Punkt. Und Fun-Facts werden wir auch noch kennenlernen. Na gut, das ist kein Fun Fact, das ist einfach. Ja, die werden wir noch kennenlernen. Also Punkt. Ende der Information. Mehr Informationen gibt's nicht. Die werden wir noch kennenlernen. So, da habt ihr's. Jetzt habe ich es euch aber gegeben. So richtig habe ich es euch gegeben. So, bam. Ins Gesicht. Mit Anlauf und Schmackes. Ja, es ist neu, ich weiß, aber ich muss mal gesagt, dass ich doof bin. Ja, oder ziehe ich da nichts zum Angreifen, das ist wahr. So, bevor ich einfach nach oben gehe, erstmal hier gucken. Ich glaube aber, hier wird es wohl keine Information von Giersrad mehr geben. Ich glaube, es wird auch ein Erfolg, wenn man halt schafft, sich den Valix treffen zu lassen. Glaube ich. Das war ein normaler Gegner, das war keine. Ah ne, nicht mal ein Gegner, da weitere Weg, sehr schön. Die große Spanne, ein Zwischengebiet zwischen den Silberturm und ja. Weil hier haben wir wieder einen Mini-Boss, einen, den Tyra ihr sogar kennt. Aber ich habe vorher, gehe ich nochmal in. Schon mal kurz hier nach. Moment. Irgendetwas ist hier anders. Abgesehen davon, dass der Eisen nicht zusammenbricht? Ja. Oh, das ist unmöglich. Na gut, dann halt nicht. Weil ich glaube, wenn ich jetzt mal mit dem Boss fertig bin, gehe ich nochmal zurück und tue meine. Ich habe mein Zuhause zwar verlassen, aber es so wiederzusehen. Jedwede Freude, die ich vielleicht empfunden hätte, wird von Trauer überschattet. Nach oben. Wir müssen zur Spitze gelangen. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Aber vorher natürlich wieder. Hallo. Sieht aus, als wären wir beide in Ungnade gefallen, Tyrael. Komm schon, begrüße deinen ehemaligen Leutnant. Hallöchen, Isual. Ich glaube, der Name ist. Er hat sogar Isual mal erwähnt, das weißt du da noch. Mir fehlt Essenz. Die Tinte der Hölle wird euch das Leben aus den Knochen ziehen. Mist. Erneut hast du versagt, Tyrael. Die Verdammnis kann nicht aufhören werden. So, au. Danke, Frau Fan. Wow, wo kommt ihr auf einmal her hier? Hör auf, mich überall einzufrieren.
Diener von Isual. So, so. Kein Leichen? Wow, okay, das war wenig. Aber gut, ging recht solide. Und tschüss, Sikorsky. Sieh hinab und erblicke den zerstörten Himmel. Sehr gut. Übrigens, Isual werden wir wahrscheinlich nochmal machen dürfen, weil der droppt einen bestimmten Gegenstand, den Hirtenstab, oder zumindest den Bauplan dafür. Aber naja, im Kampagnenmodus eher selten, ne? Den droppt er, ich glaube sogar nur in Abenteuermodus. Und ich habe gesagt, ein bisschen was will ich noch vom Abenteuermodus zeigen. Aber erstmal Kampagne durchkriegen, das sollte auch noch wegen. Hallöchen, flinker Schinderdämon. Und noch ein flinker Schinderdämon. Da wurde ich geschunden. Diesmal nicht. Diesmal habe ich es bemerkt. Kann ich mich jetzt zurück teleportieren eigentlich? Na, wo immer ist meine Gegner hier platt. Ich hab nicht mal geschrien. Das ist schön für dich. Was sehr beeindruckend ist, wenn man denkt, dass die Gegner hier ziemlich heißen Atem haben. Ja gut, da hier ein Wegpunkt ist, denke ich mal, werde ich jetzt wieder zurück können. Und ja, wie mal faul benutzt man nicht das Portal. Ich bin von meinem Leiden erlöst. Gern geschehen. So, ein bisschen. Vor allem so groß ist. Vor allem so viel kommt der gar nicht mehr. Wow, ich weiß, dass der vierte Akt nicht besonders groß ist, aber wow, das ist ja winzig. Euch steht noch eine letzte Schlacht bevor, sagt man. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Hm? Wenn ihr Diablo tötet, und ich habe keinen Zweifel, dass euch das gelingen wird, dann denkt bitte an meine Jungs, ja? Lasst ihn für all das hier bezahlen. Er wird fallen. Aber ich tue das nicht aus Rache, sondern um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich glaube, Hauptmann, hey, es ist egal, warum, weshalb, Hauptsache es wird. Ist das die letzte Schlacht? Nein, aber mach dir keine Sorgen. Du wirst auch danach in Sicherheit sein. Ich will nicht sicher sein. Ich will Rache. Der Tod und das Leben bestimmen unsere Welt. Sie kommen und gehen wie die Gezeiten. Denke darüber nach und du wirst kein Gefühl der Rache mehr verspüren. Nur noch Frieden. Sehr weise Worte. Können wir nach Hause gehen, Mami? Bald, Liebes. Ja. Habt Dank für alles. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne. Vorhin wart ihr endlich einmal ehrlich. Wenn das so weitergeht, verstehen wir uns vielleicht doch noch irgendwann. Ich glaube, wir verstehen einander ganz wunderbar. Warum sollten wir die Wahrheit bringen? Angesichts des mächtigen Feindes, dem wir gegenüberstehen werden, wüsste ich euch gerne an meiner Seite. Und die Wahrheit wird mir helfen, euch mein vollstes Vertrauen zu schenken. Das habt ihr aber wirklich nett gesagt. Und um das Kompliment zurückzugeben, ich glaube nicht, dass der Welt etwas Besseres passieren könnte, als euch als Erretterin zu haben. Wie dem auch sei. Wenn ihr Diablo besiegt habt, solltet ihr euch nicht auf der faulen Haut ausruhen. Wir haben noch weitere Länder zu erkunden, ihr und ich. Dirges Juwel ist noch immer irgendwo da draußen. Ich habe das dumpfe Gefühl im Hinterkopf, dass wir es vielleicht sogar finden werden. Ich weiß, wovor ich Angst habe. Jahrelang fürchtete ich, das Juwel von Dirges würde in die falschen Hände geraten. Dass das Böse in ihm auf die Welt losgelassen würde. Doch im Angesicht all dieser Zerstörung kann ich nicht mehr an ein Juwel denken. Selbst wenn es so schrecklich wie Dirges ist. Ihr müsst uns retten. Das, lieber Chen, habe ich vor und ich werde nicht und nichts unversucht lassen, es zu tun. So, stimmt, ich habe ein Level abbekommen, voll vergessen. Ups. Nehmen wir kurz Skelettmager dafür raus. Weil ich habe ja. Waren ja, glaube ich, nur Flüche. Wo sind die? Ja gut, okay, ich habe keine Sternchen mehr dafür. Das ist ein doof jetzt, aber gut, meinetwegen. So. Ich hatte doch vorhin... War es eine Hose? Ja gut. Wie sind denn die Werte? Mehr Intelligenz, mehr Vitalität, Leben pro Sekunde. Also doch ist wirklich die Pocken-Pantalons besser. Finde ich zumindest. Ursprungszerstörer. Arm wickeln und. Weiß. Nee, das ist eine Schulter. Ah. Jawohl, Kriegerverehrung, was haben wir da Schönes?
Mehr Intelligenz, mehr Vitalität. 700 Leben pro Sekunde, ist ja geil. So, Schwanz-Rüstung. Nice, gekauft. So, und hier haben wir nichts Nützliches. Bald wird eure Aufgabe erledigt sein. Dann werden die Engel keine andere Wahl haben, als den Wert der Sterblichen anzuerkennen, dank euch. Ich weiß nicht, ob ihr recht behalten werdet. Natürlich habe ich recht. Was glaubt ihr denn, mit wem ihr redet? Habe ich euch jemals in die Irre geführt? Ihr habt mir nie alles erzählt. Nur zu eurem eigenen Besten, Chelsea. Nur zu eurem eigenen Besten. Und weiterhin bleibt die gute Miriam ihrer Linie treu, kryptisch. So, dann können wir jetzt mal wieder... So, der geht. Schafstoffzuschuss. Es ist mir gleichgültig, ob ihr die Himmel bis auf die Grundfesten niederbrennen müsst. Töte Diablo für das, was er heute getan hat. Die ist so extrem, die gute Dame. Oh mein Gott. Ich habe mit Ithirael gesprochen und er hat mir geholfen, das Dokument zu übersetzen. Es wurde von einem Engel verfasst, der Potenzial in der Menschheit sah. Er begann, einige junge Frauen zu unterrichten, die die Dämonen getötet hatten, welche von ihren Herren beschworen wurden. Euch und eure Schwester? In der Tat. Der Prophet, dem ich so viele Jahre lang gefolgt bin, war ein Engel. Und Tyrael erinnerte euch an ihn? Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Prophet der sterbende Engel war, der mir das Dokument gab. Die Schriften sagen, er hätte unter absoluter Geheimhaltung gearbeitet. Ithirael wusste nichts davon. Ihr werdet mehr über den Weg des Propheten erfahren, während ihr euren eigenen geht. Ihr habt recht. Und ich hoffe, dass ich ihn weiterhin mit euch beschreiten kann, meine Liebe. Ich denke, das sollte möglich sein. Ich habe etwas für euch, Lyndon. Wirklich? Es ist Gold. Genug, um die Handelsgilde auszuzahlen und euren Bruder zu befreien. Das ist ein Scherz, oder? Ihr sagt das nicht nur so? Beliebe ich jemals zu scherzen? Ich bin sprachlos. Nun ja, ich nehme an, es gibt für alle. Oh Gott, das war ein geiler Kommentar. Wow, nicht schlecht. Ich wusste, ihr würdet meine Hilfe. Oh komm, ich hab nichts zu sagen, das ist ja blöd. Menno. Wieder mit euch zu kämpfen. Eine letzte Schlacht steht unserer Heldin noch bevor. Dann können wir endlich nach Hause gehen. Würdest du ihr nicht gerne helfen? Ich glaube nicht, dass sie Hilfe nötig hat. Oh, doch, eigentlich schon. Das ist das Ende, oder? So oder so, ja. Viel Glück, Heldin. Das ist definitiv das Ende. Entweder meins oder sonst von Diablo. Diese Option gibt es. Das vergossene Blut meines Mannes hat uns den Sieg gegen Asmodans Armeen erkauft. Lasst es nicht vergebens gewesen sein. Es war nicht vergebens. Genau. Punkt. So, die große Spanne zurück. So, dann. Na, wen kamen wir noch? Wir sind wirklich kurz vorm Ende. Es ist nicht mehr weit. Oh, Hauptmann, ich hoffe nur, dass wir noch nicht zu spät sind. Ich kann spüren, wie Diablos Verderbnis sich um das Licht des Himmels legt. Man kann es deutlich sehen. Ich bitte dich. Ihr haltet euch für eine Heldin, aber eure Taten werden von Gier, Verachtung und Blutdurst getrieben. Nicht einmal mich konntet ihr retten. Ein schändlicher Dreck. Ach, sag bloß. Und wer bist du? Du bist... Ach, man hat diese mehr, der Aspekt der Sünde. Ach so, ja, Gier und so weiter. Ich würde sagen, nein, eigentlich nicht. Bum. So, nun müssen wir jetzt nur noch, wie gesagt, ich glaube sogar, es ist nur noch dieses Gebiet und dann sind wir auch schon bei Diablo. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß auch ziemlich genau, dass der vierte Akt verhältnismäßig kurz war. Noch einer. Das weiß ich halt noch ziemlich genau. Der vierte Akt war ziemlich kurz. Qualstachler hier oben, oh mein Gott. Diener von irgendwen. Von wem? Oh Gott, der hat sie. Der hat sie. Oh, das kennt ihr nicht vielleicht.
Wir sind alle im Vorsprung. Alok, der Alot, der Zenker. Albtraum, geschmolzen, Eisen. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen. Wie? Böse, böse. Aber weg ist er. Sehr schön. Freunde, ich mach wieder nur die Besense zu Dürre. Ich soll deine. Ich will damit aufhören. Mein Gott. Nicht mehr erlauben, nur den Sensor zu einsetzen. Das ist dumm. Aber trotzdem mache ich es die ganze Zeit. Vor allem muss ich es eigentlich häufiger machen jetzt, ja. Aber die hat die Kombination mit anderen Fähigkeiten. Wo ist das Problem? Mein Gott. Oh, da haben wir den. Wie ist der nochmal? Alter, mit Albtraum. Der Sklave der Albtraum, genau wie gesagt. Auch keinen Dark Attack da, warum auch immer. Die können Gegner rufen. Das ist Spawner quasi. Wieder Liebende. So, und hier ist eine Sackgasse. Na gut, okay. Haben wir die dann auch mal abgegrast? So, und der Part ist ja wieder vorbei. Darf ich sagen, liebe Leute. So. Im nächsten Part durchstreifen wir nochmal dieses Gebiet und vielleicht, je nachdem wie groß es ist, kämpfen wir da schon gegen Diablo. Ich wünsche euch noch einen schönen... Okay, erstmal ist der Hammer fürs Leck. Ich wünsche euch jedenfalls schon mal einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis nächste Mal. Wenn ihr es wollt, macht es gut.